Dämonen? Hier draußen? Wir können sie nicht frei herumlaufen lassen. Wir müssen sie vernichten. Jetzt sofort. Ja, und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Festival. Da hat mich das Spiel einmal überrascht. Ich wollte eigentlich mit euch jetzt nach Illusta. Ja, ich habe prompt schnell den Aufnahmeknopf gedrückt, weil wir mitten auf der Kreuzung nach Illusta anscheinend jetzt einen Kampf austragen müssen. Den wollte ich euch natürlich zeigen, damit euch hier nichts entgeht. Und ich habe schon wieder Angst, die sind 32 im Durchschnitt. Was? Das ist unschön. Uiuiui, 32. Heiler machen wir am besten schön weit weg. Fürst. Also Endor hat sich ja generell bewährt. Ich würde Katja jetzt mal nicht nehmen. Schützenfähigkeit brauchen wir hier nicht zwangsläufig, weil die sowieso alle in Reichweite stehen. Daher tendiere ich zu... Moment, nee, Yates bringt mir auch nichts. Er macht ja hauptsächlich Dunkelmagie. Virgil. Wie wär's mit einem Comeback? Wir versuchen's mal mit Virgil. Mal gucken, was passiert. Die tun weh. Was ist passiert? Oh, was? Was? Moment, Moment. Wir sind nicht in Reichweite gewesen? Sind wir? Ah, wir könnten, bevor wir das machen, einmal schauen, ob wir uns einen Vorteil verschaffen können. Das tat weh. Sauerei. Ich habe das Gefühl, die sind alle ein bisschen overpowered. Ob wir das wirklich schaffen? Das gibt's doch nicht. Die Runde hat gerade erst begonnen und er ist gleich down. Auf jeden Fall auch interessant, aber jetzt gerade brauchen wir richtige Heilung. Das Problem ist, sie wagt sich damit jetzt ganz schön raus. Ich frage mich auch, warum bisher noch nicht seine Kritischfähigkeit gewirkt hat. Er ist ja gleich down. Er müsste eigentlich Wiedergeburt bekommen. Oder Wiedergeburt funktioniert bei Konterfähigkeiten nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas nicht ganz verstanden. Wir könnten theoretisch doppeltes Wirken machen, aber so viel Mana haben wir gar nicht. Oder MP. Ich glaube, wir probieren mit Virgil mal den Mana-Stein, damit er nächste Runde einen Ganzflächenzauber wirken kann.
hauen ganz schön rein. Ich weiß nicht, ob wir das alles durchhalten. Nein! Oh nein, und sie wäre gleich dran gewesen. Yuri, das kannst du mir doch nicht antun. Wach auf! Schlafen die auch noch? Müssen wir so eine Kampfverschlafen-Folge oder was? Okay, also anscheinend muss ich noch trainieren. Das ist so gar keine gute Quote. Ah, nee. Das ist keine gute Idee, aber das da hinten ist der, den wir schon leicht angeknuspert haben. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir müssen erstmal die Leute hier wieder munter machen. Und dafür setzen wir ein Heilmittel ein. So. Sie kann ja, hat sie, wenn sie auf den maximalsten Punkt geht, 4 Mana wiederbekommen. Oder Magiepunkte. Damit kann sie zwar wiederbeleben, allerdings angeknuspert. Also nicht ganz auf der Höhe seiner Kraft, aber immerhin. So, Feuer oder Donner? Macht nicht so viel Schaden. Da hätte ich mit ein bisschen mehr gerechnet. Was macht Hagel? Sieht durchschnittlich besser aus. Da hat anscheinend jemand sogar eine Donnerschwäche. Aber der Durchschnitt war, ich glaube, doch, ja, machen wir mal Donner, oder? Machen wir Donner. Ja, bleibt mal hier stehen. Nein! Ich glaube, das wird hier noch nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig. Das wird wohl nichts diese Runde, daher gucken wir mal, was wir noch reißen können. Aber ich glaube, auf lange Sicht werden wir das hier verlieren. Da werde ich nochmal trainieren müssen, bevor wir uns auf diese Kreuzung hier wagen. Könnten Hast auf sie legen, aber ich fürchte, ihre Magiepunkte werden trotzdem nicht reichen.
Das war's mir jetzt mal wert. Vielleicht können wir noch was reißen. Okay, das war's jetzt endgültig. Raserei auf unsere Heilerin. Jetzt bekommt er plötzlich Wiedergeburt. Ist doch sehr merkwürdig. Auch noch verfehlt. Okay, ich bin heute definitiv vom Pech verfolgt. Diese Kreuzung sollen wir anscheinend noch nicht schaffen. Ich glaube, das Spiel möchte mir sagen, dass ich noch nicht gut genug bin, beziehungsweise die Leute noch nicht gut genug trainiert habe. Da war ich wohl etwas zu früh. Okay. Schade, dass das wieder ein Game Over ist. Ich glaube, das dritte insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, hier habe ich eigentlich gestartet und bin prompt hier bei der Kreuzung in eine Falle getappt. Ich wollte eigentlich da hoch nach Illusta. Wir könnten aber ansonsten hier nochmal hin. Ich weiß gar nicht mehr, warum der Punkt rot ist. Haben wir da was noch nicht gemacht? Wir könnten das ja als Training sehen und erstmal hier hingehen. Ich bin doof. Ja, ich bin doof. Ich muss ja, um dahin zu kommen, über die Kreuzung. Ich muss den anderen Weg, ich muss den Seeweg gehen. Okay, das war jetzt doof von mir, Entschuldigung. Wir gehen hier einmal ganz kurz raus. Können wir das kurz überspringen, bitte? So. Optionen. Laden. So. Dann gehen wir jetzt einmal den langen Weg. Einmal hier rüber. Und dann hier rüber. So, umgehen wir jetzt einfach mal die Kreuzung. Und jetzt können wir zum Feld Steine der letzten Ruhe. Warum auch immer es noch rot ist. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich war ja in... Eine Folge hatte ich ja relativ abrupt gestartet, weil ich ein Gespräch belauscht habe an einem... In der Hafenstadt war das. Gendelhafen oder Grendelhafen, ich weiß genau, nicht mehr genau den Namen. Aber in der Hafenstadt hatte ich doch in der Taverne ein Gespräch belauscht über ein Treffen. Über Leute, die komisch sind und die etwas unheimlich sind. Da sind bestimmt die hier gemeint. Da haben wir ein paar Wiedergänger. Mhm. Mit Level 24 im Durchschnitt, da könnten wir das nutzen, um zum Beispiel Rainer ein bisschen zu trainieren. Elmdor könnte auch ein paar Level-Ups gebrauchen, damit er auch auf die 30 zugeht. Anadine sowieso. Katja ist schon Level 30, dann würde ich noch Lana mit dazu nehmen. Und könnten wir Yates eigentlich noch trainieren? Bei den anderen sehe ich da eher. Wir können ja Virgil machen wir mal hier hin. Dann Victor, ja, okay. Trainieren wir aber einfach
alle, die uns hier noch so einfallen. Dann haben wir vielleicht noch eine zweite Wahl, so schlimm das auch klingt, für den Großkampf an der Kreuzung. Es ist ungewöhnlich, dass wir hier 7 Leute auswählen dürfen. Es kann gut sein, dass hier vielleicht noch Einheiten kommen. So, was haben wir denn da? Minus 50 auf Heiligen Magie, die haben wir jetzt gerade nicht. Aber minus 50 auf Feuer. Die Herren hier mögen also außer Licht auch kein Feuer. Kümmert er sich mal um die Reihe hier unten. Mal einen klassischen Angriff. Da haben wir schon unser erstes Level up für Rainer. Hat sich der Kampf doch schon direkt gelohnt. Er hat ja bis auf Dunkelheit gar keine andere Magie. Dann würde ich sagen, ist er diesmal Passivunterstützer für Barriere. Die setzen wir. Na, er hat schon einen Status-Effekt, sage ich jetzt. Nicht ganz so sinnvoll, dann machen wir euch erstmal. Und noch ein Level up. Es läuft. Da 2. Zwei. 92, da haben wir nicht so viel. Macht das hier eigentlich hier? Ah, schade, wegen dem Höhenunterschied wieder. Peace. Da gibt es ja für sie erstmal nichts zu tun. Sie könnte ja auch mal versuchen, offensiv vorzugehen. Selbes Spiel mit Virgil. Wir müssen bei ihm noch Magiepunkte sparen, damit er dann die Verheerungsfähigkeiten einsetzen kann. ...84, das ist ja nicht ganz so prickelnd. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. 1000 wollen wir nicht. Hier haben wir nichts. Nee, dann geht nur erstmal ein normaler Angriff. Da hat er Wiedergeburt bekommen. Dass alle dann als kritischen Konter haben? Oder als kritische Fähigkeit? Oha. Okay, dann hat die Heilerin gleich was zu tun.
Okay, alles klar. Wir müssen definitiv unsere Leute aufdröseln. Wir standen jetzt alle zu dicht beieinander, dadurch konnten alle Offensivfähigkeiten, die auf Masse wirken, natürlich sehr effektiv funktionieren. Oh Gottes Willen! Was ist denn jetzt los? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Felix Asche? Wir wollen erstmal Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, Anadine. Die Heilerin ist gleich dran. Elmdor braucht am meisten. Aber Elmdor kann sich dann hier rüber bewegen. Die Heilerin selbst heilt automatisch ihre eigenen Lebenspunkte. Das heißt, wir stellen uns eher zu Viktor. Und dann müssen wir uns definitiv bei Gelegenheit aufdröseln, wenn wir könnten. Nein! Okay. Dann müssen wir umdisponieren. Er heilt jetzt hier erstmal die Riege. Und die Heilerin konzentriert sich auf Elmdor. Sie könnte mit vollem Leben wiederbeleben. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber Rainer ist ohnehin erst sehr spät dran. Virgil wäre bald dran. Hat aber noch nicht genügend Mana, glaube ich. Oder noch nicht genügend Magiepunkte für seine Verheerung. Jetzt ist schwierig. Ich glaube, wir beleben wieder. Ja. Wir beleben wieder, weil Elmdor hat ja auch schon Wiederbelebung. Also selbst wenn er jetzt down geht, haben wir ihn gleich wieder. Problem ist jetzt nur, dass hier wieder alle dicht bei dicht stehen. So, wir müssen den jetzt hier erstmal loswerden. Auch wenn er jetzt gleich wiederkommt, ich weiß. Och nö. Nein, ich wollte ihn jetzt rausnehmen. Sauerei. Okay, das war zu erwarten. Also, der hat es ja wirklich darauf angelegt, Elmdor zu töten. Das gibt's doch nicht. Kommt schon, Leute. Gib mir einen Sieg nach dieser Niederlage. Okay, ich habe sie eindeutig unterschätzt.
72. Das tat weh. Und wir können nicht, wir können uns nicht bewegen, dadurch keine MP generieren und wir können nicht wiederbeleben. Oh Gott, das wird... Das ist jetzt richtig peinlich. Das wird die nächste Niederlage. Oh Mann. Jetzt ist guter Rat teuer. Das gibt's doch nicht. Jetzt holt er auch noch den Zombie wieder. Dieses Geheul hat aber auch eine Reichweite. Wie gemein. Ich habe sie doch gerade erst wiederbelebt. Ich bin mal wieder ratlos. Wo hat er den jetzt eigentlich hergeholt? Ich dachte, wir haben nur einen Zombie erledigt. Oh nein, wir sind mit Stille belegt. Nein! Ja gut, ich glaube, das müssen wir nicht austragen, oder? Wollt ihr das wirklich sehen? Wie da nichts weiter passiert, außer dass ich niedergemetzelt werde? Ich zeig's mal. Es gehört ja doch zum Spiel dazu. So peinlich das jetzt auch ist, zwei Niederlagen in einer Folge. Es gehört nun mal dazu. Daher würde ich es auch trotzdem zeigen und ich werde die Folge auch trotzdem hochladen. Aber vor der nächsten Folge werde ich definitiv offscreen ein bisschen vorbereiten. Werde allen Leuten ein bisschen Dunkelheitsschutz geben und Schutz vor Schlaf. Auf jeden Fall.
Das kann ich so nicht stehen lassen. Also wenigstens den Kampf hier möchte ich gewinnen, bevor wir uns dann nochmal an der Kreuzung versuchen. Also der Lich ist definitiv lästig. Den müssten wir bei Gelegenheit oder bei der nächsten Runde, beim nächsten Versuch, sowas von rausnehmen. Da werde ich auf jeden Fall dann auch einen Schützen dazu holen. Ja, na gut, also weglaufen bringt da jetzt hier nicht so viel. Was, wir heilen die eher noch? Was habe ich ihm für eine Waffe gegeben? Wird bei allen gleich sein. Nee, wir warten. Ja. Da haben wir jetzt mal nicht weiter hinausgezögert. Das hat ohnehin keinen Sinn gemacht. Zweites Game Over in einer Folge. Ich habe mich nicht gerade mit rumbekleckert. Aber nächste Folge sage ich euch, wir werden es besser machen, beziehungsweise ich werde es besser machen. War ja jetzt mein Fehler. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge ein bisschen unterhalten hat in irgendeiner Form. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.